Hi zusammen, hier ist Manuel und das ist meine Bewerbung für Seven vs. Wild. Ich bin 26 Jahre alt, komme ursprünglich aus München, lebe aber schon seit 6 Jahren hier auf Bali und bin hier sehr für den Umwelt- und Tierschutz aktiv. Der eine oder andere kennt mich vielleicht noch von der Seven vs. Wild Bewerbung vom letzten Jahr. Mein Abenteuer auf der Affeninsel. Leider hat es da nicht ganz gereicht. Ich hatte aber so Bock auf diese Challenge, dass ich mich einfach selber aussetzen lassen habe für 3 Tage auf einer einsamen tropischen Insel. War ein unglaubliches Abenteuer. Welcome to the Tropics! Jetzt noch ein paar Infos zu mir und wie kam es eigentlich dazu, dass ich auf Bali lebe. Nach der Schule habe ich eine Ausbildung als Fitnesstrainer gemacht. Nach der Ausbildung wollte ich einfach die Welt sehen und dann hatte ich die verrückte Idee, mit dem Rad von München bis nach Island zu fahren. Das war eines meiner größten Abenteuer. Danach ging es für mich für ein Hilfsprojekt nach Afrika und auf die Insel Bali, an der ich ein Praktikum an einer Umweltschule bekommen habe. Dort habe ich wirklich meine Passion entdeckt für Content Creation in dem Bereich Umwelt- und Tierschutz, um Organisationen zu helfen. Mein größtes Projekt war auf jeden Fall bis jetzt, die Mission Bali Serie 4 Robert vor Ort zu organisieren und dann bei seiner Expedition dabei zu sein. Ich habe so unglaublich viel gelernt. Diese Serie wird so viel Aufmerksamkeit kreieren, sobald sie rauskommt. Fritz, du hast in der Q&A-Session auch erwähnt, dass ihr wahrscheinlich einen Camcorder mit Zoom und eine Wildtierkamera bereitstellen werdet für die 3. Staffel. Und das wäre der absolute Hammer. Ich hätte so Bock, euch die Tierwelt von Alaska und Kanada zu zeigen. Ich denke, ich kann sehr viel Mehrwert bieten mit meinen Skills. Ich habe auch Erfahrung, wie man am besten Wildtierkameras aufstellt. Jetzt kommen die Einblicke zu der krassesten Herausforderung meines Lebens und etwas, was ich noch nie gemacht habe. Ein Tierheim für 15 gerettete Hunde zu bauen innerhalb von 5 Tagen. Los geht's. Die letzten Wochen habe ich in Sumatra, Indonesien verbracht, um der Organisation Toba Animal Friends Sumatra mit Aufklärung über den Hundefleischmarkt zu helfen. Anita, die Gründerin, setzt sich für strengere Tiergesetze in Indonesien ein, damit diese schreckliche Sache so bald wie möglich ein Ende nimmt. Ein wichtiger Bestandteil, um den Handel zu stoppen, ist zu zeigen, dass Hunde von verschiedenen Regionen importiert werden und das verboten ist. Die Insel Samosir in Sumatra ist einer der Hotspots für den Handel. Wir warten auf einen Truck mit Hunden, um den Handel aufzuzeichnen für strengere Kontrollen. Doch es kommt alles anders. Oh mein Gott, der Truck ist gerade angekommen. Wir können nicht einfach bei dem Tierleid zuschauen, als die Verkäufer die Hunde anfangen, aus dem Truck zum Schlachthaus zu ziehen. Das kann man sich einfach nicht anschauen. Wir müssen etwas unternehmen. Nur wie? Wir sind auf einer Insel, ohne Tierheim, und die nächste Tierklinik ist über 6 Stunden mit dem Auto entfernt. Wir lassen keinen von euch zurück. Ihr werdet alle gerettet. Doch dann, ein Durian-Verkäufer in der Nähe bietet uns seinen ehemaligen Schweinestall an, in dem wir die Hunde vorübergehend unterbringen können. Doch es ist so wenig Platz, aber wir haben keine andere Wahl. Wir haben uns gerade mit dem Durian-Mann, Babaska, unterhalten. Er gibt uns dann die Möglichkeit, sein Grundstück am See zu mieten, um einen Notfallshelter für die geretteten Hunde zu bauen. Wir fangen an zu planen und starten am nächsten Tag sofort. Okay, es ist Tag 2 und wir füttern jetzt die Hunde. Die Hunde sind total traumatisiert und es ist eine Herausforderung, sie zu füttern. Please eat. Wir sind schon am Bauen von dem Gehege und dem Notfall-Tierheim. Der erste Schritt ist, diese Holzbalken zu bauen. Dann kann man nämlich diese Metallzäune daran befestigen, dass es stabil ist. Okay, das haben wir alles geschafft heute. Gestern Nacht war ich so verzweifelt und habe mir gedacht, das ist so viel Stress. Und ich weiß nicht mal, ob wir das alles hinbekommen. Ob alle überleben werden, wisst ihr? Aber ich muss es einfach versuchen. Ich gebe mein Bestes. Und morgen ist es, glaube ich, soweit. Rise up, rise up.
schau dir das an, wie cool, einfach in ein paar Tagen das geschafft. Wir werden jetzt die Hunde einzeln ihr neues Zuhause bringen. Ich freue mich so riesig. Boah, das ist so ein unglaublich schöner Moment. Ich freue mich einfach zu sehen, wie jeder Hund so reagiert, wisst ihr? Welcome to your new home. Ich glaube, er realisiert gerade, dass er in Sicherheit ist. Es ist jetzt schon nachts und wir konnten die Hälfte der Hunde in ihr neues Zuhause bringen. Es war ein wunderschöner Moment. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Hunde haben ihre erste Nacht sehr gut hier überstanden. Es geht jetzt gleich hoch, um die nächsten zu holen. Willkommen in deinem neuen Zuhause. And now he wants cuddles. Thank you, Manuel, for everything you do here and help us here. Yes, I definitely come back soon. Mit dieser Bewerbung möchte ich einfach den tausenden Hunden, die auf qualvolle Weise jeden Tag ums Leben kommen in Indonesien, eine Stimme geben. Ich verlinke euch auch in der Beschreibung, wie ihr helfen könnt, damit wir Veränderung schaffen. Ich bedanke mich und ich hoffe, wir sehen uns bei Seven vs. Wild bei der dritten Staffel. Danke. Ciao, ciao.